Schauen wir uns jetzt mal den anderen Weg an. Wir haben eine Sprache und möchten jetzt ein Syntaxdiagramm erstellen, was die gültige Syntax dieser Sprache definiert. Die Sprache ist A, B hoch 2C, in Klammern hoch N, DI. Und N ist eine natürliche Zahl oder 0 und I ist eine natürliche Zahl. Also gültig wäre beispielsweise A, B, B, C, D. L ist jetzt die Bezeichnung unseres Syntaxdiagramms. Als Terminale gibt es A, B und B immer zweimal, dann C und D. Es gibt einen eintretenden Pfeil, es geht ja immer bei A los. Nach A kommt immer B, nach B kommt auch immer das zweite B, BB heißt es ja. Dann kommt immer C, N ist eine natürliche Zahl oder 0, also insbesondere kann das ja natürlich 1 sein. Das heißt, C, nach C kann D folgen und das letzte Symbol ist immer das D. Das heißt, das hier ist die austretende Kante. Jetzt müssen wir uns noch um die Pfeile Gedanken machen. B hoch 2C kann wiederholt werden. Hier steht hier das hoch N. Das heißt, wir müssen hier einen Pfeil haben, der von da wieder nach hier vorne kommt, sodass wir B hoch 2C mehrmals durchlaufen können. Da N aber auch 0 sein kann, ist ja auch ein gültiger Satz AD. Das heißt, man muss diesen Bereich BBC auch umlaufen können. Das heißt, wir machen hier entsprechend einen Pfeil hin. Und für D hoch I genau dasselbe. D kann mehrmals wiederholt werden. Deswegen machen wir hier den Pfeil. In diesem Fall gibt es aber keinen Pfeil hier unten rum, denn I ist eine natürliche Zahl. Das heißt, D muss auf jeden Fall einmal vorkommen. Man kann also D nicht auslassen. Das heißt, hiermit haben wir jetzt ein Syntaxdiagramm, was die Syntax dieser Programmiersprache, oder die nicht Programmiersprache, aber in dem Sinne Sprache definiert.